Was bist du denn? Ein Yoga-Lehrer? Geh schon durch. Ich bin gerade beschäftigt. Klasse, wie du diesen Verbrecherboss beseitigt hast. Du bist ein echtes Vorbild. Du hast echt was auf dem Kasten. Komm her, Selfie-Time. Jetzt kann ich dich per Internet überwachen. Was für ein Anfängerfehler. Hey, wenn das nicht mein kleines PR-Team ist, sind die Bilder schon online? Der Selbstjustizler verdirbt einem den Spaß am Vollzug! Sie muss selbstbewusster sein. Ja, aber nicht zu selbstbewusst, sonst hält ihr Schneechef sie für eine Schneebitch.
Es ist Zeit für Blitz für Rechtschaffen. Bis dann. Komm her, ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Wer will zuerst? Ich verlasse mich auf dich. Wie der Wichser abgeht. Die packen wir easy. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich mach dich platt! Mikroaggression! Schlag ihn! Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Streng dich mal an, Alter. Diabetes-Time! Diabetes! Die haben überhaupt keine Chance. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Das sieht nicht gut aus. Mach sie glatt! Glatt, was auch immer. Peterfaustschlag! Hiebe im Namen der Gerechtigkeit! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Das könnte brennen. Ja! Gute Aktion, Kuhn! Was sonst, Diabetes? Ja! Nimm das, Zwerg! Diabetes ist kampfbereit! Ja! Diabetes fordert wieder ein Opfer. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Megafaust, Pacharu! Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn und Fred. Ein weiterer Sieg im Namen der Gerechtigkeit und des Diabetes! Stecken denn bloß meine kleinen Miezis? Hey, mein Superheldchen, hast du noch ein paar von meinen Kätzchen gefunden? Was würde ich bloß ohne meine kleinen süßen Miezis machen? Sorry, ich bin einfach nicht in der Stimmung für ein Selfie. Ich habe Angst um meine Kätzchen. Hier, Mietz, hier, Viertklässler! Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen! Zeig ihnen, was du drauf hast! Physischer Schaden, das Beste! Vorsicht, Kuhn! Ja, gute Nacht! Dich mach ich fertig, Pussy! Mikroaggression! Schlag ihn! Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Dann mal los! Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Voll machen! Ich bin dran. Könnte mir nicht egaler sein. Oh, das habe ich kaum gesehen.
Ich bin wieder da! Wieder! Oh Mann, nicht schon wieder! Gute Nachricht! Ich habe einen Schild! Okay, ciao! Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte! Kuhnkrallen raus! Ja! Ein weiteres Opfer des Kuhn! Teamwork obsiegt immer! Wohin des Wegs? Bau keine Bruchlandung. Bis denn. So eine Scheiße, warum muss ich Wache schieben? Halt's Maul und schieb Wache, du Kackspast! Ich will auch mit dem Feuer spielen! Das ist ein Klack für Captain Diabetes! Jetzt geht's ab! Weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. Hier, Pussy. Das packst du schon. Du kleiner, schneller Bastard! Oh, halt, der kleine Viertklässler jetzt! Mikroaggression! Schlag ihn! Kuhn am Start! Viertklässler versohlen, geile Sache! Verkackt! Ich bin dran! Ich bin jetzt dran! Nicht gucken, ihr Schwuchteln! Also los! Augen zu, Kinder! Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Ja. Au! Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Ohne zu zucken, Respekt! Schaut, die wahre Kraft des Diabetes! Zuckerschock! Das hast du verdient! Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Versuch's doch, Wigbert! Au! Lass mir auch was übrig! Wer will verstümmelt werden? Ja, von der Gerechtigkeit durchgenudelt! Für Gerechtigkeit und jeden, der sich mit mir abgibt! Mein Gynäkologe hat mir einen Tracking-Chip in die Vajingle-Jangle eingepflanzt.
wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Der furzende Selbstjustizler nervt. Diabetes zur Rettung! Aus dem Weg! Zieh weiter, tapferer Krieger! Wir werden uns wiedersehen! Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt! Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Eindringlinge kriegen auf die Fresse! Warum hat mir keiner gesagt, dass heute Superhelden-Kostümtag ist? Dann mal los! Ha! 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 Wow, wow! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön! Willst du wieder irgendeinen Scheiß an? Jede Wette. Okay, aber diesmal kein Scheiß. Na schön. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Die Schule ist aus, was machst du noch hier?
Kann ich von Nutzen sein? Renn lieber schnell! Bis denn! Wohin des Wegs? Recht schaffen! Wir sehen uns! Ist es Zeit für Blitzfreak? Schön. Oh gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Ich habe das Feedback vom Direktor bekommen, dass unser Gespräch über das Geschlecht, ich meine über Gender, nicht präzise genug war. Und also er hat mir ein paar Richtlinien gegeben, wie ich dir gründlicher helfen kann, dein Gender zu erkennen, okay? Ist das Geschlecht, mit dem du geboren wurdest, auch das, mit dem du dich jetzt identifizierst? Hm? Okay. Oh, okay, super. Also wie du weißt, bedeutet das, du bist cisgender. Okay, super. Als nächstes sprechen wir im Zusammenhang mit deinem Geschlecht über deine Sexualität. Also viele denken, dass Geschlecht und Sexualität dasselbe sind, aber nein, das stimmt nicht, nein. Okay. Also, wie würdest du das Geschlecht der Personen bezeichnen, die du, sexuell anziehend findest? Okay, das heißt, du bist hetero oder auch heterosexuell. Okay. Schön, dass wir das besprochen haben, okay? Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Hey, da ist ja dieser Junge! Ja, so ein Cisgender! Und auch noch heterosexuell. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Hiernach sehnst du dich nach Daddys Gürtel. Hey ja!
Ich bin wieder da. Verdammt. Haha. Nein, meine Brille. Okay, man sieht sich. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Sag mal, hast du zugenommen? Gute Neuigkeiten. Ich bin dran. Megafaustschlag. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Yeehaw! Scheiße gelaufen, Neuer. Hau rein, Neuer. Ha, nimm das, Bitch. Nimmst du das jetzt hier mal ernst, Super Craig? Eher nicht. Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes. Oh, pass doch mal auf, Craig. Sicher doch. Oh, bin ich dran? Das war mal eine echte Abreibung. Arschlord, ich muss echt zugeben, ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Komm zum Kuhn-Versteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhn-Ende. Jetzt geht's auf die 12. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Jetzt setzt's was. Das gibt garantiert eine Narbe. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich mach dich platt. Mikroaggression. Schlag ihn. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Ja! Du solltest jetzt anfangen zu Diabeten. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Mach sie glatt! Platt, glatt, was auch immer. Megafaustschlag! Hiebe im Namen der Gerechtigkeit! Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Das könnte brennen. Das nenne ich Gerechtigkeit. Captain Diabetes ist kampfbereit. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Sind wir fertig? Ich bin der Schnellste in der Stadt. Läuft gut, Wunderarsch. Wir sehen uns.